Skarmik in Freienacht. Auf der Jagd nach. Ach, schade. Ach, schade. Na gut, anscheinend ist es mir nicht vergönnt, diesen Typen darum zu treffen. Was? Also wir werden ihn gleich treffen, aber nicht jetzt. Eine schlafende Person. Was? Da hinten ist er wach geworden. Verdammt! Irgendwie dachte ich, er würde dahinter schlafen. Das wäre so schön gewesen. Im Schlaf verbrannt. Naja, eigentlich nicht. Egal, was für eine Todesart. Das ist grausam. Was soll denn jetzt der Lacher schicken? Ja. Ich bin auch schon in diesem Spießer mit vielen grausigen Todesarten gestorben. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Zwergenschild. Ja, muss nicht unbedingt sein. Korundum muss auch nicht unbedingt sein. Was trotzdem? Führt mich das dann da oben hin? Ach je, ach je. Jetzt kommt Klein Tini angerannt. Ah, sie geht nur zum Trinken. Ist sehr schön. Sie möchte sich nicht auf den Laptop setzen während der Aufnahme. Das ist wirklich großzügig von dir, Süße. Ein Wunder ist geschehen. What happened? What happened? Da bist du. Für einen Moment war ich in Sorge. Das sind ganz schön viele Leute. Was war das? Wie er nach vorn gestolpert ist. Wie viel fehlt mir eigentlich noch in Schießekunste? Natürlich war das die falsche Richtung. Nee. Nicht mehr vier Leute! Und ich kann schneller spannen. So, du bist tot, das merkt keiner. Was? Ja, er ist tot und du hast es nicht bemerkt. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, hast du dir auch. Ist da jemand? Habt ihr etwas gehört? Du meinst außer deinem toten Kameraden? Jetzt kommen natürlich alle hier angelaufen. In der Hoffnung, mich zu treffen. Mit so einem schmutzigen Hammer. Aber nein, ich bin nicht hier. Du kannst wieder gehen. Hm. Doch niemand hier. Wollen wir wieder ein Spiel zusammenspielen? Nein, nein, das kann nicht sein. Doch, ist aber so. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Jetzt habe ich wirklich nichts gemacht. Oder war das dein Boyfriend? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, du hast dir eingebildet, dass da eine Leiche liegt. Passiert mir auch jeden Tag. Aber hey, möchtest du vielleicht ein Spiel mit mir spielen? Nein? One-Hit-Opfer. Ach, schade. Wo, wenn sie jetzt gerade in der Nähe kommen?
Hier ist niemand, ne? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Was? Nein, nein, da ist da jemand? Er ist gestolpert. Ist da unten nicht noch einer rumgelaufen? Ja, du. Er fragt sich auch nur, was ist hier los? Wieso sterben all meine Freunde? Hm, doch niemand hier. Ja, niemand ist hier. Aber er ist trotzdem noch vorsichtig. Was? Naja, komm. Komm, ich kann ja mal ein bisschen Gift. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Er hat gehört, wie ich meine Waffe mit Gift beschmiert habe. Doch niemand hier. Ach wirklich? Guck nochmal hinter dir. Das war ein Spaß. So, wo ist der andere Kerl? Ihr seid sogar noch zu zweit. Ja, das Campingspiel. Schon wieder. Eisenpfeile. Wolltest du mich damit kitzeln? Was bist du denn für einer? Ein Typ der andere mit Pfeil und Kitzel, die aus Eisen bestehen. Die schwächsten Pfeile überhaupt. Wobei, Fallmap-Pfeile sind ja noch schwächer. Na, wo kommst du her? Da bist du. Ich hab dich ja schon fast gar nicht gesehen. Ja, das hast du dir eingebildet. Wie ich verfehle das jetzt. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht, aber hey. Better safe than sorry. Hier im Herz haben wir anscheinend uns schon reingeguckt. Ja, das war doch einfach, ne? Ein bisschen Camping. Das Geduldsspiel. Ein Saphir. Also ich hätte euch ja in Stücke gerissen, wäre das ein makelloser Saphir. Vor allem, wo ich jetzt gerade den Käse sehe. Nom nom nom. Einfach nur, weil das so schwer ist. Was ist eigentlich über mich gekommen, dass ich in der letzten Aufnahmesession, wo ich bei Sheogorath war? Ja, das erklärt, warum ich das Essen mitgenommen habe, als ich bei Sheogorath war. Gerade weil ich bei Sheogorath war. Hagars Tagebuch. Achter Armstern, vierte Ära, 200. Jarera führt etwas Großes im Schild. Er wollte mir nicht sagen, was genau er meinte. Nur es wird wieder wie in den guten alten Zeiten, ehe der Einsturz eurer Boote dort drin blockierte. Wir können unsere Schiffe nicht mehr herausschicken. Worauf spielt er bloß an? Ich glaube, er meint mich. 14. Armstern, vierte Ära, 200. Aber hey, Jarera macht also gemeinsame Sache mit den Schwarzblut-Typen. Wir wissen, was für Beute wir angehäuft haben. Ganz gleich, was er sagt von mir, erfährt er nichts über meinen Schatz. Mein Schatz! Der bleibt dort unten, wo er in Sicherheit ist. Er wird wohl kaum ins trübe Wasser springen, geschweige denn zum versunkenen Schiff hinuntertauchen. Ich aber... 21. Armstern, 4. Ära, 200. Es ist soweit. Jarera und seine Schwester Dajea haben irgendwas ausgeheckt. Jetzt brauchen sie nur noch einen Sündenbock. Ich frage mich, wo sie jemanden auftreiben werden, der so dumm ist, auf sie zu hören. Irgendein findet sich ja immer. Ich glaube, die meinen mich.
Aber hey, wir werden mit dem Leuchtturm trotzdem machen. Auch wenn sie mich nur ausnutzen. Letzten Endes werden wir sie selbst ausnutzen. Oh ja! Ja! So, das versunkene Schiff. Ja. Ich wollte gerade sagen, so viel zum Tauchen, aber hey. Himmelsbogen. Makloser Smaragd, ich hasse dich. Eigentlich hasse ich ja makellose Saphire. Egal. Alles ist böse. Das Böse. Bei der Brücke da unten nicht eigentlich auch noch so ein Überdingslaufteil? Ich kann natürlich auch schwimmen. Aber dann würde ich ja eine Erkältung bekommen. Ja. Und dann tut wieder mein Hals weh. Ist ja nicht so, als würde das schon tun. Aber hey, das liegt nur an der Sonnenart. Das ist eigentlich nur Kieselzoo, dass der Hals von Kippen weh tut. Echt mal. Wie kann ich es auch wagen, so eine anstrengende Stimme zu haben? Voll gemein, ey. Und das schon seit Golden Sun. Ist hier unten eigentlich auch noch irgendwas? Ja, ist es sogar. Oder war das? Sein Schatz. Naja. Ja, ja. Hündchen! Ist der Schlachterfisch immer noch hinter mir her? Ey, wie hobbylos kann man sein? Na, zum Glück ist ja mittlerweile Nacht geworden. Was? Ja, irgendwie der Neo. Fuchs. Ich wollte dich schon abknallen. Aber es wäre gemein, fies, hinterhältig und... So was tun ja. Chicken. Wobei. Füchse... Da habt ihr gerne mal auf Hühnchen abgesehen mit einem kleinen Leckerli. Im Hintergedanken. Eigentlich müsste ich ja doch Jagd auf Füchse machen. Ne? Rache. Rache. Vor allem, ich laufe jetzt ganz alleine, ohne meinen Begleiter, hier herum, in den Himmelsrand. Aber hey, ist ja nicht so, als hätte er mich schon ein paar weitere Mal im Stich gelassen. Schattengrün, Höhle, war das nicht sogar auch eine Höhle mit den Spinatgurken? Sagen wir, dass hier drin keine Spinatgurken waren. Was? Das da könnte eine sein. Ihr seht aus wie Ratten. Ja, sehen aus wie Ratten, ne? So, aber... Das war so eine Höhle. Das ist super. Oh, ich hasse Zweiglinge. Naja, zur Not habe ich hier noch meinen kleinen... Wobei.
Ich müsste nicht mal Sanguins Geschenk benutzen. Ich könnte ja auch mal Shugoras Geschenk benutzen. Ja.